Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir nichts wirklich Neues. Ja, okay. Dann schauen wir uns halt mal nichts wirklich Neues an. So, also, vielleicht sind ja da noch manche interessante Sachen dazwischen. Keine Ahnung. Also, wir haben hier momentan den agilen Ausputzer. Den Spitzenstürmer. Den Mittelfeldmeister. Kopfballerer. So. Für mich kriegen die alle so ziemlich die gleiche Note, kriegen von mir, ich bin jetzt kein großartiger Fan von Fußball, ich bin auch kein großartiger Fan von diesen Skins hier, für mich kriegen die alle 5 von 10 und dann schauen wir doch einfach mal durch, wie sieht es denn überhaupt aus mit den Noten, wie habt ihr die denn verteilt? Das ist nämlich alles ein bisschen arg, ja, schwankend, sag ich mal. Also es ist jetzt gar nicht so klar, wer, was, wie, wo. Also wir gucken jetzt mal hier rein. Wir haben als allererstes hier, ich muss gucken, dass ich erstmal die Männer und dann die Frauen durchnehme. Ich muss aufpassen, wie ich das formuliere. So, ich glaube, jetzt haben wir die richtige Reihenfolge. Oder? So, also das ist der hier. Und der hat bei euch momentan hier auch nur 1,75 von 5 bei 12 Votes. Am 15. Juni 2018 sind die Dinger das erste Mal drin gewesen. 14 Reminders, 8 Mal. So, für 1200 V-Bucks der Kopfballer. So, dann haben wir diesen agilen Ausputzer und das ist der Stalwart Sweeper und auch den gucken wir uns an, der hat auch nur 2,5 von 5 bei 18 Votes. So, das ist auch nicht so toll. Dann haben wir den Spitzenstürmer, mal gucken, wie der bei euch abschneidet. Und der hier hat 3,67 von 5, 9 Votes. Boah. Oh. So, nächster ist hier der Mittelfeldmeister und der ist der, da ist er, der Midfield-Maestro und den scheint ihr sehr, sehr gerne zu mögen. Gucken wir uns mal das Ding an, hier 3,8 von 5 bei 15 Votes. Oh. 26 Reminders. Auch für 1200 Videos. Dann sind wir erstmal die ganzen männlichen Fußballspieler durch. Dann gucken wir hier, das ist, dann gibt es den Dribbelprofi. Dann sind wir beim Damenfußball angelangt, die Spielmacherin. Da gibt es dann auch hier diese ganzen Länder. Kann man ganz kurz hier reinklicken. So, also Spielmacherin, tolle Torschützin, Flankiererin, Dribbelprofi, wie sieht es aus hier? So wäre das deutsche Trikot, einfach nur in schlicht weiß. Da hinten die Nummer kann man auch austauschen. So, okay. Also, Dribbelprofi, die Mädels, finde ich, gut, die sieht immer am besten aus, finde ich. Ist auch okay, ist eigentlich auch okay. Die finde ich nicht so schön. Also die tolle Torschützin, da bin ich jetzt kein großer Fan von. Das heißt, also ich muss jetzt hier wirklich mal ein bisschen unterscheiden. Die drei hier kriegen von mir immerhin 6 von 10 und die eine da, hier diese tolle Torschützin, die kriegt 4 von 10. So, ihr unterscheidet ja auch, also unterscheide ich jetzt auch mal hier und dann gucken wir mal, wie sieht es denn überhaupt aus. Das ist nicht die. Das ist auch nicht. Das ist. Uiuiuiui, die scheint euch aber ganz gut zu gefallen. Steht auf Blonde. 4,27 von 5 bei 45 Votes, 232 Reminders. Okay.
So, dann haben wir die Flankiererin. Und das ist Clinical Crosser. Achso, sorry. War noch drin. So, also hier Flankiererin. 4,44 von 5 bei 61 Votes, 287 Meinungs. Dann haben wir den Dribbelprofi. Die gefällt euch nicht so gut. 3,14 von 5 bei 14 Votes. 33 Meinungs. Und dann haben wir noch die Spielmacherin. Das ist dann... Wo ist sie? Poised Playmaker. Und das ist die hier mit 4,16 von 5 bei 76 Votes. Also für 1200 V-Bucks die Mädels auch noch am Start. So, dann haben wir jetzt hier diese Picke. Die finde ich persönlich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut. Elite-Töppen. Und Elite-Töppen kriegt von mir... Man kriegt den Elite-Töppen. 7 von 10. Ich finde die eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist hier Elite-Glied, heißt das Ding. Also nicht Elite-Glied, sondern Elite-Glied. 4,29 von 5 bei 7 Votes. 10 Reminders. So. Und dann haben wir als nächstes diese Vuvuzela-Picke. Die finde ich Horror. Muss ich sagen. Ich hab's im Horror. Mit so einem Ding. Alter. Grausam. Reaktiv auch noch. Da weiß ich nicht. Also Vuvuzela. Für 800 V-Bucks. Hier der Teil. Gucken wir mal, also ich gebe der Vuvuzela nur 4 von 10, ich finde die schrecklich. 3 von 10 gebe ich der sogar, ne, 3, 4, 3. Was haben wir hier, 2,8 von 5 bei 5 Votes, 4 Reminders, ich finde das Ding grausig. Torgefahr, sorry, aber einfach nur da so ein Standardgleiter nehmen, so ein Ball-Skin drüber ziehen, bin ich nicht toll. Ich finde, der sieht scheiße aus und der kriegt tatsächlich von mir 0 von 10 sogar. So, dann haben wir 1,88 von 5 bei 8 Votes. 10 Reminders. Ich finde das Ding nicht schön. So, dann sind wir hier auch durch soweit. Dann geht es hier rüber zu den Daily Items und dann schauen wir mal, was uns da erwartet. Bei den Daily Items haben wir jetzt einen mega geilen Gleiter. Das ist das Weiß- oder Vize-Modell 1. Hammergeiles Teil. Da hinten ist ein Regenschirm drin, so ein alter Koffer drauf. Das Ding sieht von hinten cool aus, das Ding sieht von der Seite cool aus, das Ding sieht von vorne cool aus. Mega geile Idee hier vorne mit dem Lama anstelle von der Emily vom Rolls Royce. Also hammercooles Teil. Gefällt mir sehr, sehr gut und kriegt von mir 10 von 10. Das Vize-Modell Viceroy Mark. Und Viceroy Mark hat hier momentan 4,14 von 5 bei 14 Votes. Am 2. Juli 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 7 Mal seitdem, nur 8 Reminders. Für 1200 V-Bucks das Vize-Modell. So, dann sind wir hier beim Wassereis. Ich weiß, ihr steht voll auf Wassereis. Ich mag es gerne essen. Aber ich bin jetzt kein Fan so von dieser Picke da. Und deswegen kriegt die Picke von mir auch aktuell dieser Effekt hier im Wassereis, was niedergeballert. Kriegt das Ding von mir 5 von 10. 6 von 10. 6 von 10 gebe ich dem Wassereis. Und dann schauen wir mal. Das ist hier Eispop. Hammer Benotung von euch, definitiv krass. 4,31 von 5 bei 13 Votes. Am 17. Februar 2019 ist erstmal drin gewesen. 17 Reminders, 5 mal drin. 800 V-Bucks. Der Munitions Major für auch 800 V-Bucks. Finde ich nicht so toll. Kriegt von mir gerade mal 4 von 10. Ich finde den nicht so. Mag ich nicht so, Munitions Major.
So, und da haben wir hier momentan 3,63 von 5 bei 8 Votes. 11. März 2019 das erste Mal drin gewesen. 28 Reminders zum zweiten Mal am Start. Dann haben wir hier einen mega kultigen Skin, die Arctic Assassinen. Die finde ich absolut geil. Arctic Assassinen kriegt von mir 8 von 10. Arctic Assassin. Schauen wir mal. Das ist hier mit 4,41 von 5 bei 51 Votes. Am 19. Januar 2018 ist das erstmal drin gewesen. 32 Mal schon 102 Reminders. Für 1200 V-Bucks die Arctic Assassinen. Dann haben wir die Baltrix. Mega geil, finde ich das Ding. Wie von mir. 9 von 10, schön lange rausgespielt das Ding. Schöne Effekte, super animiert, finde ich absolut cool gemacht. 3,38 von 5 bei 8 Votes nur, 12 Reminders, am 16. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. Finde ich ein bisschen schade, ich finde das Ding mega geil. Dann haben wir die rote Karte, cool. Coole Idee mit der roten Karte. Definitiv für 200 V-Bucks. Finde ich echt, ist eine coole Idee. So, die rote Karte. 200 V-Bucks. Kriegt von mir 8 von 10. Und dann sind wir auch schon soweit durch. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaut es jetzt mal wieder ein, wenn es wieder heißt: Fortnite Daily Shop News. Mit mir immer gleich. So, Red Card hier. 4 von 5. Bei 4 Votes 21 Reminders. Ich freue mich auf euch. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.